packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Rücken gedreht und gewonnen. Startet die neue Ringensaison am Samstag. Ein Auftakt nach Mass für Willisau, noch wünsche offen für Hergiswil. Schweizer Meister Willisau gewinnt gegen den letztjährigen dritten Krieser Massfall mit 19-17. In der Pause ist es noch deutlich 15-3 für Willisau gestanden. Und Vize-Schweizer Meister Hergiswil verliert gegen den letztjährigen 5. Freiam. Wir staunen überraschend deutlich mit 28-9. Noch das letzte Resultat der ersten Begegnungen. Schattdorf gewinnt gegen Einsiedlen 22-15. Dass man die aktuellen Resultate einordnen kann, hier zur Erinnerung die Schlussrangliste vom letzten Jahr. Erste Willisau, zweite Hergiswil, dritte Krieser, überraschend vierte Schattdorf, fünfte Freiamt und sechste Einsiedlen. Und dieses Jahr Gewinner Schattdorf, Willisau, Freiamt und Verlierer Einsiedlen, Krieser und Hergiswil. Der überraschende Aufstieg von Schattdorf scheint weiterzugehen. Gut gegen Einsiedler ist der 22-15 Sieg nicht weiter verwunderlich. Zum Nachdenken gibt es sicher aber die Niederlage von Hergiswil. Der Thomas Bucheli, Cheftrainer Willisau, zum Saisonstart. Neue Saison, neues Glück, sehr gut angefangen. Es gibt auch Neues bei Willisau. Wie sieht es mannschaftsmässig aus? Personell, was habt ihr gemacht? Wir haben dieses Jahr den Manuel Jakob, ist nicht mehr bei uns. Dort haben wir einen Ersatz finden, und zwar ist der Chardon Logan von Martini, der jetzt uns jetzt verstärkt in diesem Gewicht. Dann zusätzlich im Leichtgewicht bis 57, der heute ebenfalls gerungen hat, ist der Murti, Kurzname von Brunnen, der auch eine Doppellizenz hat zu uns. Wo wir dort ein bisschen, ja, weil die anderen langsam ein bisschen schwerer werden, dass die nicht so viel müssen, auf 57 haben. Man sieht es auf dem T-Shirt, auf dem Trainer. Es gibt auch noch etwas Neues mit dem Namen. Ja, genau. Ab sofort sind wir die RCW Lions. Das ist, der erste Verein im Ringen, der das jetzt so macht. Und wir sind gespannt, wie es Echo ist. Also, was heisst das, der erste Verein, der es so macht, der sich einen Namen gibt, speziell? Genau, einen speziellen Namen, wie man es vom Eishockey und von anderen Vereinen sonst oder von anderen Sportarten eigentlich auch kennt. Wir haben ja den Löwen auch im Wappen zu Willisau und darum haben wir das Gefühl, das passt sehr gut. Zu den Highlights vom Abend aus Willisauer Sicht gehört sicher der erste Kampf zwischen Murti und dem Guillermo. Der Murti realisiert den Sieg für Willisau mit technischer Überlegenheit 16-0, also 4 Mannschaftspunkte für Willisau. Oder der letzte Kampf vor der Pause zwischen Lukas Bassert und dem Andreas Bleiker, wo der Luki Bassert mit einem Schultersieg ebenfalls 4 Punkte für Willisau hält. Da auf Telenav Tele Zentralschweiz sehen wir es, wie es passiert. Was für Willisau weiss, ist für Krieser schwarz. Was für Willisau die erste Halbzeit, ist für Krieser die zweite Halbzeit. Weiss, schwarz, krass der Unterschied zwischen den beiden Halbzeiten. Willisau gewöhnt zuerst alles, nachher nichts mehr.
Der Krisener Trainer, der Hugo Dietsche. Das war der erste Kampf, die erste Niederlage. Damit der Wilsau sich in die Favoritenrolle zurückkämpft. Der Wilsau ist am dienenden Meister. Und wie man sieht, haben sie eine ausgleichende starke Mannschaft. Vieles Neues. Das war der erste Kampf. Wir haben viel Luft nach oben, haben wir gesehen. Wir haben viele Sachen, Details gefehlt. Aber ich bin zuversichtlich für den Verlauf der Meisterschaft. Ihr habt neue Ringer bei euch in der Mannschaft. Hat es Mutationen gegeben bei euch? Ja, wir haben, wir haben Abgänge und Zugänge. Wobei, wir haben drei Zugänge neu. Zwei sind aber verletzt. Und ich konnte zum Einsatz kommen. Einer ist gekommen und haben dort zwei Jungen eingesetzt. Und dementsprechend ist das Ergebnis knapp heute. Mit welchen Erwartungen sind ihr nach Willisau gekommen? Gut, wir haben den Sieg gewählt. Wir wollen den Sieg immer. Aber wir haben gewusst, dass wir ein paar Ausfälle haben. Gerade in der unteren Gewichtsklasse haben wir gewusst, dass es ganz knapp wird. Es war ja relativ knapp, es ist noch markant. Die erste Halbzeit haben wir jeden Kampf verloren, die zweite jeden gewonnen. Aber was liegt es? Gut, da haben wir gewusst, dass die zweite Hälfte besser ist. Eben weil halt in der tiefen Gewichtsklasse, dort haben wir einen verletzten Moment. Dort mussten wir junge Leute bringen. Und mit dem habe ich noch gerechnet. Nächste Kampf, wir sehen das hier. Gegen wer treten wir an? Gut, wir haben den nächsten Kampf daheim. Heimkampf gegen Schaddorf. Und dort, das erste Mal vor dem Heimpublikum, wenn wir natürlich noch mal Vollgas geben. Gut, danke vielmals. Aha. Krisere hat 3 neue Zugänge, davon nur einen eingesetzt. 17-19 knapp gegen Willisau verloren. Da kommt etwas auf Willisau zu. Das wird in der nächsten Begegnung spannend. Spannend wird schon in der nächsten Woche bei uns. Da trifft Schweizer Meister Willisau auf Vize-Schweizer Meister Hergis hier im Lokalderby von den rivalisierenden Ringerclubs. Telenav Tele Zentralschweiz, dein Fernsehen für unsere Region ist hautnah mit dabei. Sehen Sie all die ausführlichen Reportagen mit Analysen zu allen Kämpfen zwischen Willisau und Krieseren demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.